Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club. Irgendwie hat Apple uns auf der Keynote nicht alles das verraten, was Yosemite so mit sich bringt. Und heute möchte ich euch eine Funktion zeigen, die überhaupt nicht erwähnt wurde, die aber fantastisch und toll ist. Und zwar versteckt die sich hier in dem Nachrichtenprogramm. Wenn ich das mal aufrufe, dann kann ich hier oben bei jedem Kontakt auf die Details klicken. Und da verbirgt sich eben diese Geschichte, die ich euch jetzt zeigen möchte. Nämlich diese zwei Vierecke. Wenn ich auf diese klicke, dann kann ich jemanden einladen, Zugriff auf meinen Bildschirm zu bekommen. Oder ich kann den bitten, dass er auf meinen Bildschirm schaut. Also diese beiden Optionen gibt es. Und damit ist es möglich, dass jemand anders euren Rechner steuert, euch Dinge zeigt, euch ja einfach weiterhilft. Wir benutzen das oft in der Familie. Wenn es irgendwelche Probleme an den Rechnern gibt, dann kann ich darauf zugreifen. Das haben wir bislang immer mit dem Programm TeamViewer machen müssen. Und das ist immer ein bisschen blöd, da muss man so Codes eingeben und irgendetwas. Das geht jetzt wesentlich einfacher, indem man eben einfach hier oben auf die Details klickt bei dem Kontakt und dann eben hier auf diese Vierecke. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier einen weiteren Rechner, auf dem ich jetzt diese Freigabe mal starte. Und dann werdet ihr sehen, ich bitte jetzt quasi meinen eigenen Bildschirm hier, wir machen das nochmal alles weg, um einen Zugriff, also um Bildzugriff bitten, klicke ich, also ich zeige es euch nochmal, hier drauf geklickt, um Bildschirmzugriff bitten, klicke ich jetzt auf dem anderen Rechner, damit wir das gut auseinanderhalten können. Und dann schaut mal hier oben hin, da kommt nämlich die Einladung, das dauert einen Moment lang und dann müsste das hier erscheinen, wir gucken mal. Also er baut dann eine sichere Verbindung übers Internet auf. Das kann einen Moment dauern. Da kommt sie und da steht, dass ich um diesen Bildschirm bitte, diesen Bildschirm anzunehmen. Und da könnt ihr jetzt auf Akzeptieren klicken. Und dann sagt er nochmal, dass dieser Kontakt hier nicht in meinen Kontakten gespeichert ist, ob ich denn das überhaupt wirklich möchte. Damit ist natürlich sichergestellt, dass nicht irgendwelche Leute, die euch mal angeschrieben haben, plötzlich einen Bildschirmzugriff bekommen. Ihr könnt dann sagen, nö, kenne ich gar nicht, das blockiere ich, dann kann der Benutzer das nie mehr machen. Oder ihr könnt sagen, nee, habe ich jetzt noch nicht eingetragen, aber es ist ja mein Kontakt, mit dem ich hier gerade spreche. Das akzeptiere ich natürlich. Und dann ist diese Bildschirmfreigabe gestartet und man kann dann auch miteinander sprechen. Ich schalte das jetzt mal ab, weil sonst haben wir hier eine Rückkopplung, aber das Mikrofon läuft mit. Man kann also dann wirklich über diese Probleme sprechen, die man hat. Ihr seht, hier oben blinkt eben jetzt auch ein Hinweis, dass eben diese Bildschirmeingabe aktiv ist. Damit könnt ihr das natürlich dann immer kontrollieren und auch sehen, wenn jemand auf euren Bildschirm zugreift. Wie gesagt, ihr müsst das ja auch alles zulassen. So einfach aus dem Nichts wird das nicht passieren. Und das Tolle ist, der andere Bildschirm- oder Computerteilnehmer sieht eben jetzt diesen Bildschirm und kann euch Dinge zeigen. Ich mache das jetzt mal. Ich klicke hier mit der Maus mal drauf. Und ihr seht, man kriegt hier so eine Art Taschenlampe und damit kann ich zum Beispiel sagen, klick mal hier drauf oder klick mal hier drauf oder hier drauf und kann wunderbar Anleitungen dem anderen geben, wo er das dann selber klicken muss. Aber wenn das gar nicht klappt und ich Dinge machen will von dem anderen Rechner aus, dann kann ich das auch steuern. Dazu muss aber hier die Person, dessen Rechner gesteuert werden soll, das auch freigeben. Und das kann man hier machen. Da erlaube ich, meinen Bildschirm zu steuern. Da klicke ich jetzt drauf und nun kann der andere Computer hier den Bildschirm auch bedienen und für mich die Dinge erledigen. Und das kann ich natürlich jederzeit hier oben, indem ich hier wieder draufklicke, auch wieder abschalten. Jetzt erlaube ich es nicht mehr. Jetzt geht es nicht. Jetzt kann die andere Person nur Dinge zeigen, aber nicht mehr eben den Bildschirm steuern. Und ich kann auch hier drüber die Audioausgabe stumm schalten, wenn beispielsweise im Hintergrund jetzt irgendwelche längeren Arbeiten aktiv sind und man will nicht miteinander sprechen, dann kann man das stumm schalten. Und ich kann natürlich jetzt auch die Bildschirmfreigabe wieder beenden. Das mache ich nämlich hier drüber und dann ja, ist das alles vorbei und der andere kann meinen Rechner nicht mehr steuern. Also alles das ist im Nachrichtenprogramm jetzt versteckt und meiner Meinung nach eine super Sache. Denn so könnt ihr natürlich euren Familien helfen, Freunden und Bekannten helfen, alle, die Probleme mit Rechnern haben. Da kann man mal schnell drauf gucken und denen sagen, wo man klicken muss. Ich finde es eine super Sache und es wurde komischerweise auf der Keynote nicht als Funktion von Yosemite genannt.